Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, heute geht's mal wieder raus an den Grill. Ich habe gestern ein Stückchen, ein schönes Stückchen Kassler besorgt. Wir machen heute einen gefüllten Kasslerbraten. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Das sind die Zutaten für unseren gefüllten Kassler. Wir haben hier ein 1,2 Kilo Stück Kasslernacken. Dann brauchen wir Käse. Wir haben Emmentaler. Ihr könnt einen Käse nach eurer Wahl nehmen. Ein Mix aus Trockenfrüchten. Wir haben hier Cranberries und Aprikosen. Dann brauchen wir noch Jalapenos und Senf. Später für die Soße benötigen wir Kochsahne, Weißwein und Suppengemüse. Und zum Würzen nehmen wir dann noch Salz und Pfeffer. Ja, wir fangen jetzt an, unser gutes Stück zu füllen. Und sehen uns gleich wieder. Hier nun unsere gemixten Zutaten. Das sind die Jalapenos, der Käse, klein gewürfelte Aprikosen und die Cranberries. Bisschen gemischt das Ganze und das wird nun unsere Füllung. Den Braten streichen wir vorher mit Senf ein. Nein, nicht ein, sondern aus, also sprich die Tasche. Aber das seht ihr gleich. Unser Suppengemüse für die Konsensform ist klein geschnitten. Ja, ich sag mal in mundgerechte Stücke. Ich denke, dann wird das Aroma besser abgegeben. So, ihr Lieben, ich schneide nun eine Tasche rein. Mit Handy und Filmen ist das super blöde. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, kriegen wir das hin. Haben wir ja sonst auch hingekriegt. Ein bisschen tiefer können wir noch. Ein bisschen dürfen wir noch. Kannst auch ein kleines Stück Fleisch noch rausschneiden, wenn du möchtest. Nee. Gut. Chefin hat gesprochen. So. Da kriegen wir die Füllung rein. Gut. So. Ich mache jetzt ein, zwei Teelöffel rein vom Senf. Zum Pinsel das Ganze ausschmattern. Kann vielleicht noch eine rein, ne? Schadet nicht. Wenn nicht das zu scharf wird oder zu senflastig. Nein. So, passt schon. Also drei Teelöffel sind okay. Genau. Meine Füllung. Das ist die Cranberry-Aprikosen-Käsemischung. Genau. Die stopfe ich jetzt hier rein. Ich habe die Jalapenos vergessen. Beim Aufzählen jetzt, genau. Ja, die sind da natürlich auch mit drin, ne? Genau. So. Ich stopfe hier noch weiter. Ich denke mir mal, bis es dann voll ist. Und dann sehen wir uns am Grill wieder, ne? Ja, der heizt gerade auf. Wir sehen uns gleich draußen wieder. Ich habe das Ganze nun versucht mit Zahnstochern zuzustecken. Ich hoffe, es läuft beim Grillen nichts raus. Wirklich schön ist es nicht geworden. Das sind die Reste unserer Füllung. Hat leider nicht alles reingepasst. Aber naja. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch nicht am Grill, weil wir bereiten jetzt unsere schwedische Allzweckwaffe vor. Dazu haben wir hier Weißwein. Entschuldige, ich bin mit meinen Händen wieder dazwischen, ne? So, und hier unsere Reste, die kippe ich da jetzt einfach mit rein. Ja, klar. Mit Käse? Na, ist egal. Komm, rein damit. Ist auch Flüssigkeit drin. Genau, so. Ja, die kommt dann mit auf den Grill, um eine schöne Soße nachher zu kriegen. So? Nee, Nein, andersrum. andersrum. Ist ja dieses Schwedending, ne? Ja. So, da. So, jetzt kommt unser Braten drauf und jetzt geht's wirklich raus an den Grill. So, unseren Grill haben wir jetzt auf 180 Grad eingeregelt.
Und unser gutes Stück geht jetzt für 45 bis 60 Minuten, kann er vor sich hingaren. So, ihr Lieben, 50 Minuten sind vorbei. Unser gefüllter Kassler ist fertig. Wir werden jetzt ihn noch ein bisschen warm halten. Und aus dem Rest der Konsensform wird Anne jetzt noch eine schöne Soße zaubern. Wir sehen uns zum Anschnitt wieder. Ja, es ist soweit. Klassischer Mittelanschnitt. Ist das denn auch wirklich die Mitte? Ausgemessen habe ich nicht, aber... So, dann schaut euch das mal an. Es ist leider verdampft alles. Aber man sieht was. Ja. Sehr schön. Das sieht doch richtig gut aus. Na, Hauptsache es schmeckt auch. Ne? Ich bin gespannt. Ich auch. Dazu gibt es bei uns heute Klöße, Sauerkraut und natürlich die leckere Soße von Anne. Ist leider eine helle geworden. Ich hätte sie gern dunkel gehabt, aber da hätte ich Soßenbinder reinhauen müssen. Egal. Wir sehen uns gleich wieder zum Tellerbild. Ja, kurzes Fazit. Rundherum gelungen, sage ich mal. Für Anne war der richtig okay. Für meinen Geschmack hätte es noch ein bisschen mehr Käse sein dürfen. Aber egal, war eine leckere Sache. Kein großer Aufwand, müsst ihr unbedingt probieren. Bei uns geht Kassler eigentlich immer. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Über ein Abo würden wir uns natürlich noch mehr freuen. Und wir sagen einfach, nächste Woche seid ihr wieder dabei. Dann gibt's eine neue Folge. Bis dahin, schönen Sonntag und bleibt gesund. Kühnes Kochkanal.